Heute ein wunderbares Kundeninterview und herzlich willkommen, Rebecca, hier im Interview. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich würde starten ganz entspannt irgendwie, dass du mal kurz erzählst, sozusagen. Ich habe es auch schon in der Vorbesprechung erwähnt, ne? Was für einen sensationellen Service ihr eigentlich macht. Und ich glaube, jeder, der heute zuhört, sich so ein bisschen wiederfinden wird und sich denkt, ah, vielleicht muss ich mich auch irgendwann mal bei Rebecca melden, ne? Willst du damit mal starten? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich habe vor 5 Jahren gegründet und damals haben wir eher den ganzen Finanzpart von kleinen und mittelständigen Unternehmen übernommen. Also ich bin selber als CFO, also Interim-CFO damals dann eingestiegen und habe selber Projekte bei kleinen, auch bei Startups übernommen. Und seit 2020, eigentlich seit dem Covid, haben wir uns entschieden, dann komplett virtuell zu geben. Und wir betreuen jetzt unsere Kunden wirklich, also vom Laptop aus. Das heißt, dass wir reisen nicht mehr zu unseren Kunden oder wir sind nicht mehr vor Ort im Einsatz. Und was wir machen, ist eigentlich ist es ganz einfach. Es ist Transparenz zu geben in den Zahlen. Es ist unsere Kunden dabei zu unterstützen, zahlenbasierte Entscheidungen zu treffen, weil das Bauchgefühl ist immer so was Gutes, wenn man Erfahrung hat und so weiter. Aber wenn man das basiert mit Zahlen, ist es immer ein bisschen so ein Rückhalt, so eine Sicherheit, dass man die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen im Unternehmen trifft. Und ihr habt sozusagen die Überschrift gegeben, externer CFO, richtig? Ja, genau. Also wir sind bei Unternehmen, die sich kein Vollzeit-CFO leisten können oder die einfach diese 40 oder 50 Stunden die Woche nicht brauchen, sondern wir unterstützen Unternehmen, die kurz davor sind oder wirklich also bis 10 Millionen an Jahresumsatz und weil wir davon ausgehen, dass darüber hinaus, dass man ein Vollzeit-CFO braucht. Alles, was da drunter ist, da sind wir sehr gute Ansprechpartner dafür. Ja, das ist perfekt und ich finde mal cool, wenn du mal so ein bisschen erzählen kannst, weil dieses datenbasierte Entscheidung ist, glaube ich, ein Punkt. Aber ich glaube auch so Buchhaltung und so Abschlüsse und die Zahlen und Finanzen sind, glaube ich, bei vielen Unternehmern und auch bei Selbstständigen so das ungeliebte Kind irgendwie, ne? Also man muss sich da einmal mit dem Monatsabschluss beschäftigen, dann schlägt man sich noch ein bisschen mit dem Steuerberater rum und wenn man dann gefühlt 2 Monate später die BWA bekommt, ne, dann ist man noch so halbwegs glücklich oder nicht glücklich. Aber da kann man ja deutlich mehr machen, ne? Kannst du ein paar Sachen so erzählen, die ihr dann in der Zusammenarbeit tut, damit man das so ein bisschen greifen kann? Ja, also total. Viele Unternehmer oder viele Gründer gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und die BWA Finanzen ist. Aber die BWA zum einen, das ist kein Steuerungsinstrument. Also ja, wir fangen schon an. Das ist wirklich ein Pflichtabschluss, den man braucht, um einfach dem Finanzamt irgendwas vorzuzeigen und so weiter. Aber das ist kein Steuerungssystem fürs Unternehmen. Der Steuerberater hat auch Pflichten das Finanzamt gegenüber, aber der hat auch selber keine Erfahrung im Operativen. Der ist also hat selten selber ein Team, hat selten Stimmt. selber ein Unternehmen aufgebaut. Von daher, also beide sind also zumindest von der Seite vom Operations nicht so richtig relevant. Das heißt, das, was wir eher machen, ist, wir fokussieren eher auf Cashflow. Das ist ja klar, weil jeder sagt, Cash is King und sowieso, wenn man ein kleines Unternehmen hat, sowieso. Cash ist super wichtig, weil das erhöht deutlich die Überlebenschancen. Und dann, wir arbeiten mit so eine klassische Gewinn und Verlust, so dass man einfach weiß, welche Richtung man gehen will und wie die Lage vom Umsatz her und von den Kosten her steht. Warum der Cashflow oder der Cashflow Forecast so wichtig ist, dass ich höre oft, wenn wir starten mit Kunden, die sagen, ah ja, und dann dieser Monat war schlecht und dieser Monat war gut und jetzt weiß ich nicht mehr so richtig. Und es gibt also viel Reaktivität, so der war gut,
aber es ist selten so, ja, und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Oder ich weiß, dass in 8 Wochen oder 12 Wochen, dass mir das Geld ausgeht. Und da kommt man komplett in so eine Proaktivität. Und in diese Proaktivität, dann kann man ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn man einfach so heute oder morgen oder vor einer Woche einfach Schwierigkeiten hatte. Und das, also Cashflow ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das ist gut, was du sagst, weil, ja. Ja, also ein sehr großes Thema. Das bildet ja die BWA auch so gar nicht ab irgendwie, ne? Ja. Nee, überhaupt nicht. Und auch die BWA ist, also klar, man hat den Umsatz, aber Geldflüsse nicht. Und auch, man hat sehr wenig Details. Das heißt, wenn man ein Kostenmanagement machen will, man hat dann einfach also 2, 3 Zeilen, aber das hilft nicht, irgendwas daraus zu entscheiden. Alles klar, ich gebe zu viel Geld in dem Bereich oder zu wenig in dem oder wie kann ich das aktiv steuern. Das, also die Detaillierung oder die Aufschlüsselung der BWA ist einfach nicht, also nicht richtig und auch nicht Operations basiert. Und das machen wir eher. Wir bringen die Finanzen eher im Operations, in Entscheidungen treffen und auch in diese Proaktivität, weil das ist total wichtig bei allem, wenn man eine, also wenn man gründet sowieso. Ja, und ich glaube wirklich, was du gesagt hast mit dem Steuerungsinstrument, ne? Also ich glaube, wie du gesagt hast, aus der BWA kann man ungefähr gar nichts erkennen, ne? Und man ja so ein bisschen auch vorplanen will und was du auch gesagt hast mit der finanziellen Reichweite und so, dass man da einen Blick drauf bekommt, wie sieht es eigentlich aus, dass man darauf auch dann so irgendwie priorisieren kann, was die wichtigen nächsten Schritte sind, worauf man sich irgendwo fokussieren muss, was man vielleicht irgendwie lieber sein lässt. Und am Ende kommt wahrscheinlich irgendwie so ein Dashboard bei raus und ihr geht das irgendwie monatlich mit euren Kunden durch oder wie sieht das dann in der laufenden Zusammenarbeit aus? Genau, also das ist der Vorteil, wir sind super flexibel. Das heißt, dass wir passen uns an alle Softwares oder Instrumente, die Steuerberater nutzen. Wir bauen ein Dashboard, wo wir oft 3 Elemente haben, aber mindestens 2. Das ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, also diese klassische GUV, so dass man eine Soll-Ist-Analyse im Vergleich zum Budget machen kann. Bin ich auf dem richtigen Weg? Komme ich weiter oder muss ich einiges nachholen? Dann klar, Cashflow Forecast, so dass man weiß, alles klar, wie viel Geld habe ich heute, aber wie viel Geld habe ich in 4 Wochen, in 8 Wochen oder in 12 Wochen. Und dann für ein paar größere Unternehmen integrieren wir auch diese operative KPIs. Wenn man ein Team hat, ist es auch gut zu wissen. Wenn man einen großen Stamm an Kunden hat, dann ist es gut zu wissen, alles klar, wie steht meine Pipeline, wie entwickelt sich das, sind die nächsten Monate gut oder müssen wir noch? Oder wenn man ein Vertriebsteam hat, dann ist es immer interessant zu wissen oder sehr gut zu wissen, alles klar, sind wir oder sind wir am Ziel oder müssen wir noch einiges in den nächsten Wochen oder Monaten machen? Und diese 3 Teile sind immer dabei, weil das ist diese Transparenz und diese Richtigkeit, die der Kunde braucht, um diese Entscheidungen zu treffen. Super wertvoll. Und das ist so witzig, weil ich glaube, das ist auch das, was man so ein bisschen rausstellen muss, dass man dieses bestenfalls die Steuerungsinstrument braucht und dass das die wenigsten Leute ja überhaupt heute haben, ne, weil sie ihre operativen Erfahrungen nicht haben, ne, nicht die richtigen Ansprechpartner haben. Und insofern, ja, es ist so unglaublich schön, dass ihr mit diesem Service sozusagen unterwegs seid, weil, glaube ich, viele Leute da Unterstützung brauchen. Ich hatte auch keine Ahnung, wie ich so ein Thema irgendwie angehe, habe mir mal die BWA angeguckt und war so, guter Monat, schlechter Monat, was könnte man denn machen? Und das ist natürlich ziemlich unbefriedigend. Dann ist sozusagen Corona gekommen, na, und dann musstet ihr sozusagen, es war ja ein bisschen Fluch und Segen wahrscheinlich zugleich, musstet ihr nicht mehr irgendwie groß durch Deutschland reisen oder durch die Dachregion und habt dann gesagt, hey, wir probieren das digital und dann war schon LinkedIn klar oder wie ist diese Reise gestartet? Also ich habe vorher schon ein bisschen mit LinkedIn was gemacht, aber damals hatten wir viele Kunden, die dann also international unterwegs waren und dann habe ich viel auf Englisch gemacht und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass der deutsche Markt auch dafür richtig groß ist und habe angefangen, dann LinkedIn so richtig mehr gezielt zu nutzen auf Deutsch und dann wirklich gezielt so auf kleinere Unternehmen, die also Startups oder Unternehmen, die wirklich Unterstützung brauchen oder die Dienstleistungsbasiert, also Dienstleistungsagenturen und so, also eher so Unternehmen und eher weniger so diese große
Startups oder größere Biotechs, die dann also selten oder selten Ja. virtuell jemanden brauchen, so. Ja, aber gut, dass das sozusagen geklappt hat. Und dann hast du angefangen, sozusagen auf Deutsch was zu machen. Und da muss ja irgendwas passiert sein, dass du auch irgendwann bei uns auch angeklopft hast und gesagt hast, hey, vielleicht brauche ich Unterstützung bei dem Thema. Na, weißt du noch, wie das Total. passiert ist und auch was der Moment war, dass der ausgelöst hat? Naja, also Deutsch ist sowieso nicht meine Komfortzone. Merkt man schon am Akzent. Ey, dafür ist das aber astrein, Rebecca. Ja. Und also Englisch ist eher mein Softspot, so, also da fühle ich mich wohl. Aber klar, also du bist sowieso super präsent, ich sehe auch auf LinkedIn. Und ich glaube, ich war zufällig auch bei eurem Kunden irgendwie also verbunden und dann also und du bist mehr und mehr in mein also dieses typische LinkedIn, ne? Du bist mehr und mehr in mein Feed dann gelandet und Ja. einfach euer Content war also war genau das, wo ich dachte so alles klar, also vielleicht wäre es Zeit diesen Meilenstein oder diesen Schritt zu machen, ne? Weil es ist, also wie immer, wenn man ein Unternehmen aufbaut, da gibt es bestimmte Meilensteine, die man erreichen will. Und es Ja. ist am Anfang vielleicht noch nicht so weit, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist genau der richtige Schritt jetzt. Also strategische Unterstützung wirklich, Unterstützung auch beim insgesamt, wie baut man das auf? Also was braucht man für eine Struktur auf LinkedIn? Und dann einfach Telefonat. Genau, und dann einfach dann irgendwie also dieses gesamte Paket. So, also nicht nur ein Post schreiben, sondern ein Post schreiben, aber auch wie oft und wann und wie und mit wem muss ich mich verbinden, was sind meine Zielkunden und so weiter. So. Also, und genau. Und ich war, ich glaube, bei euch 6, 8 Monate. Du hast dich da ja auch am Ende, muss man sagen, ja, da muss man ja sagen, Rebecca, du hast dich da ja auch voll reingestürzt, ne? Also ich muss da erstmal ein großes Ja. Kompliment aussprechen, ne? Viele Leute wehren sich zum Beispiel gegen, was weiß ich, so persönliche Posts, ne? Wo man auch Bilder von sich benutzt, ne? Und da Ja. bist du ja sozusagen reingesprungen und hast gesagt, ich mach das jetzt einfach. Und ich habe dich auch gefühlt jeden Tag irgendwo in den Kommentaren gesehen. Es muss ja dann irgendwo die Momente gegeben, obwohl es ein relativ langfristiges Spiel auch teilweise ist, wo du gemerkt hast, das könnte schon die richtige Plattform sein, oder nicht? Was waren so die ersten Momente, wo du gemerkt hast, hey, das könnte was werden. Also ich glaube, dass am Anfang, also der Start ist nicht einfach. Aber ich glaube, wir alle, wir Gründer, wir kennen das, ne? Also wir arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Flasche Ketchup, wo man sagt, alles klar, nicht aufgeben und weitermachen, bis das wirklich kommt. Und dann, und ich glaube, die ersten 3 Monate waren tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil also ihr gebt die Struktur und ihr gebt die Formeln, also oder die Formula for Success, aber ich glaube, ja, so vierte, fünfte Monat, auf einmal kam es so richtig. So auf einmal, also haben sich auch interessante Leute mit mir vernetzt, also nicht nur ich, so können wir, wollen wir und so weiter, sondern auch also inbound kam was und das ist auch ein super gutes Gefühl, muss man sagen. Und dann auch dieses, die richtigen Leute also im Netzwerk zu haben. Auf einmal das hat sich irgendwann ergeben und das war einfach, ja, ich glaube nach 4, 5 Monate, aber das ja, seid ja auch super. Also hinterher so, komm, weitermachen und halte durch und wir gehen durch und wir telefonieren mal. Also von daher, das ist auch, also klar, also drumherum kann man, also man kann das machen, was man will, aber wenn die Infrastruktur drumherum passt, dann das erhöht deutlich die Chancen, um erfolgreich zu sein. Also egal, was man macht. Und jetzt LinkedIn ist, glaube ich, für mich 90% von meinen Leads kommen vom LinkedIn. Also wirklich warme, qualifizierte Leads kommen alle von LinkedIn. So. Ja, und das ist unglaublich schön zu hören, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, dieses undankbare Spielen, ne? Du hast so eine Aufwärmzeit Ja. sozusagen, wo die Leute dich ja auch erstmal kennenlernen müssen, ne? Dann hast du so Sales-Zyklen, aber wenn man dann irgendwie so das 10. oder 20. Mal irgendwie dein Profil gesehen hat, irgendwann ist man so,
Hey, vielleicht ticker ich mal Rebecca an. Das hört sich ja irgendwie spannend an, was sie tut. Und es hat sich ja auch am Ende eigentlich nicht nur getan, dass Leute auf dich zugekommen sind, sondern auch euer Profil vom Kunden hat sich geändert über die Zeit, oder nicht? Also wir Ja, teachen ja auch sehr total. diesen Gedanken vom Wunschkunden und da hat sich ja auch ein bisschen was verändert, richtig? Ja, total, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich jetzt in den Kunden, die uns kontaktieren, das sind wirklich unsere Wunschkunde. Das heißt, also, wir haben selten ein Lead, der nicht qualifiziert ist, sondern eher so wirklich Leads, die dann total in dem, was wir gut können, passen, weil nur so macht das Sinn. Also sonst macht das nicht so richtig viel Sinn, zusammenzuarbeiten, wenn man nicht den größten Mehrwert anbieten kann. Und LinkedIn, wenn man sich an diese Strategien hält, dann irgendwann ist man in diese Zielgruppe unterwegs und dann kennt man einem so, ne? Weil man ist immer wieder im Feed und dann kommentiert man und in der Zwischenzeit, also ihr habt das auch weitergegeben, diese Trick oder diese Strategien, um einfach drin zu bleiben oder dabei zu bleiben. Und das stimmt. Also jetzt sind wir wunschlos glücklich mit Habt ihr unserer gut? Wunsch. Ja, und das ist aber so cool zu hören, weil ich glaube, da wird immer wenig drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist der große Vorteil, wenn Total. man auch mit Content rausgeht, dass man natürlich Ja. die Leute anzieht, die mit diesem Content resonieren, ne? Weil Ja. ich glaube, das ist Ja. auch der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Google-Werbeanzeigen schaltet oder SEO oder solche macht oder Kaltakquise macht. Wahrscheinlich gewinnt man auch Aufträge und vielleicht sogar teilweise schneller. Aber du hast dann natürlich Leute in der Zusammenarbeit, wo du wieder so der 0815-Dienstleister bist, die erstmal drei Angebote anfragen und dann irgendwie sagen, ja, warum sollen wir denn mit ihnen zusammenarbeiten? Gab es entlang des Weges oder jemals die Überlegung, einen anderen Kanal irgendwie zu starten? Oder war es irgendwie für dich klar, der Weg ist eingeschlagen und geht los? Weil für mich ist es immer so alternativlos. Also ich wüsste nicht mal, Kaltakquise, not a chance. SEO, da bin ich wahrscheinlich in Nee, 3 Jahren nicht weiter. weiß Werbeanzeigen ich muss das man auch auch erstmal nicht. ein Gerüst irgendwie haben. Gab es da irgendwie Gedanken oder war so, das muss jetzt funktionieren? Also klar, also, das war aber schon vor langer Zeit. Ich glaube, vor 3 Jahren habe ich auch so ein paar Ausflüge gemacht. Ne? Also klar, also Kaltakquise habe ich probiert, habe ich auch schnell, also schnell Schnell feststellen sein dürfen, dass gelassen, das nicht meins ist. So irgendwie. Und dann, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass, also ich möchte meine Dienstleistung nicht zwingen. Also niemand muss meine Dienstleistung kaufen. Wenn du sie nicht brauchst, dann brauchst du sie auch nicht kaufen. Und ich glaube, Kaltakquise ist eher dieses, komm, du musst, du musst, du musst. Und Los, das kauf ist jetzt. einfach nicht so, ja, das ist einfach, das bringt nichts. Ne? Und gleich habe ich, glaube, ein bisschen einen Umweg über Facebook gemacht, habe auch schnell festgestellt, dass das also Schwierig nicht so ist. sinnvoll war oder zumindest nicht zielführend. Also man hat ein bisschen Ergebnisse, aber das hat einfach echt viel Kraft und viel Zeit gekostet. Nee, also schnell war klar, dass LinkedIn das Effizienteste ist. Und heute, sag mal, ist das so ein, wirklich wie so ein bisschen so ein Schneeballeffekt geworden, dass du heute, dass ihr stabil eure Anfragen sozusagen bekommt? Ich habe ja mitbekommen, dass ihr auch namhafte Größen aus der LinkedIn-Welt gewonnen habt. Ja, ich weiß nicht, wie sehr Ja. du darüber sprechen kannst, aber ich glaube, es ist ja öffentlich. Insofern kannst du da wahrscheinlich drüber sprechen. Und das hat wahrscheinlich euch einen ziemlichen Booster auch nochmal gegeben. Ne? Und wenn du Lust hast, da mal darüber zu sprechen, weil es wäre so spannend für Leute, das so ein bisschen greifen zu können, was für Ja, total. Netzwerkeffekte man auch hat, die man, glaube ich, gar nicht so greifen kann. Ne? Ja, total. Also klar, wir haben so ein paar LinkedIn-Influencer jetzt im Portfolio, unter anderem Celine, die mit der People Branding Company auch, also die ist ein bisschen überall da draußen und die ist, ich glaube, die war LinkedIn Top Voice und so weiter. Und von daher, also ein paar davon haben wir, aber auch, weil sie auch zu uns passen und wir passen zu denen. Und das macht einen Riesenunterschied, auch in dem, wie wir zusammen mit unseren Kunden arbeiten, weil wir müssen nicht jedes Mal alles von Null anfangen, sondern jetzt wissen wir ganz genau, was die Herausforderungen sind und auch, wie wir dann wirklich bis in so ein Deep Dive machen können und das meisten Mehrwert daraus holen. Wenn man eine breite Zielgruppe hat, was ich früher auch hatte, das ist total anstrengend, weil man muss jedes Mal von Null anfangen und vieles lernen, egal ob die Zahlen überall die gleichen sind. Aber
Aber trotzdem muss man ein bisschen aus eigener Kraft wirklich Dinge neu lernen. Und deswegen, also für mich auch die Arbeit mit LinkedIn, das war eine Lehre, also das ist keine Komfortzone, aber wirklich in der eigenen Nische zu bleiben und wirklich viel Wert da zu schöpfen. Ja, So. und das ist ein schöner Gedanke, weil ich habe das Gefühl, so das erste Modul immer ein Angebot und ein Avatar zu Ja. entwickeln, ne, das ist immer das ungeliebte Kind, ne, aber wie du sagst, wenn man so jedem helfen kann und niemandem, ist es einfach unglaublich schwierig und das ist auch der Grund, warum wir gerade in dem Bereich nochmal viel tiefer aktuell reingehen und wirklich versuchen, das so schnell wie möglich auch den Kundinnen und Kunden an die Hand zu geben, weil umso schneller du weißt, wem du helfen kannst und vor allem wem nicht, macht es hinten raus auch alles viel einfacher und ich glaube, bei dir war es eine schöne Bestätigung, dass du in dieser Nische geblieben bist, na, und nicht wieder versucht hast, was weiß ich, den riesen Maschinenbauunternehmen gerecht zu werden und den riesigen Startups, sondern dass du Nee. genau in dieser Zielgruppe geblieben bist. Na. Was? Ja, aber auch dieses Modul 1, warum der so anstrengend ist, weil wir auch daran gewöhnt sind, irgendwas sofort, dieses Instant Gratification. Und wir wollen, dass LinkedIn, dass es funktioniert oft, also zumindest war es bei mir so, ich war ein bisschen frustriert mit LinkedIn und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss was kommen. Und dann fängt man an und dann fängt man mit Modul 1 und denkt man sich so, oh Oh, nee. nee. Aber das ist total notwendig, um irgendwie immer noch an das Ziel, also klar, mit ein paar Monaten Verzug dann, aber an das Ziel zu kommen, weil sonst dann man tappt nur rum und erwischt keinen so, ne? Weil es zieht sich am Ende durch alles durch, ne? Egal ob Netzwerkaufbau, der Hm. Content zieht sich durch, die Interaktion zieht sich durch, alles muss man Genau, wissen, wie man da total. erreichen will. Und das, was du sagst, ich glaube, in dem gesamten Geschäft, in dem wir einfach kämpfen, sind die langen Sales-Zyklen auch im B2B-Bereich, ne? Wo man Ja. im B2C-Bereich E-Commerce, da klickt jemand auf den Button und kauft etwas. Und das ist Ja. tatsächlich etwas, glaube ich, was man auch jedem von Anfang an, glaube ich, auch ich noch mal ein bisschen mitgeben darf, so, dass leider in der B2B-Welt viele Sales-Zyklen wirklich so eher 6 Monate der Ja. Normalfall ist und auch häufig schon kürzer ist, na, als dass es jetzt irgendwie 2, 3 Monate sind. Und ich habe aber das Gefühl, was du auch sagst, dass viele Leute es heute gar nicht mehr schaffen, 2, 3 Monate überhaupt durchzuhalten, weil sie so, gib mir sofort irgendwie Ergebnisse, ansonsten funktioniert das nicht. Aber ich glaube, das muss man den Leuten auch immer wieder klar machen. Und dafür ist ein schönes Beispiel, dass du es durchgehalten hast und durchziehst. Was würdest du sagen, waren so die größten Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit, die du mitgenommen hast? Also ich glaube, die Struktur, wirklich diese Struktur, die man, also das einfach dieses Erfolgsrezept, ne? Also wenn du das so machst, dann kriegst du so ein Ergebnis. Und das ist tatsächlich so. Also wenn man die Templates einhält oder die Reihenfolge einhält oder die Zeiten oder auch die Strukturen, dann funktioniert das einfach. Weil er passt immer, also sehr viel darauf auf, dass man Mehrwert kreiert. Also in den Posts, aber auch wie man sich unterhält oder wie man sich austauscht. Und das ist, ich glaube, LinkedIn, wenn man nur Werbung macht, dann funktioniert es einfach nicht. Und er legt super viel Wert darauf, einfach Wert zu schöpfen. Oder irgendwas zu kreieren. Und auch wenn ein paar sagen, nee, LinkedIn tickt nicht so, aber das ist tatsächlich so. Also dieses Wertschöpfen oder neue Ideen oder Tipps oder Strategien weiterzugeben, das so funktioniert LinkedIn und so tickt ihr auch. Ja, und ich glaube, wir haben den großen Vorteil und das witzigerweise, dass dieser Social Content einfach immens gut funktioniert auf LinkedIn. Ich habe das Ja, Gefühl, damit total. beschäftigen sich wenige Leute, ne? Aber auch B2B-Geschäft ist halt ein Persönlichkeitsspiel, ne? Ja. Ich denke immer an deine, was weiß ich, Marathon-Posts oder so, ne? Das sind alles so Sachen, wo man halt Leute irrational abholt, ne? Und andere Leute, Total. die auch laufen gehen, sagen sich so, oh, jetzt gucke ich noch mal Ja. mehr, was eigentlich Rebecca tut, ne? Und das ist irgendwie das Coole zu sehen, ne? In Naja, welcher das baut Situation? Vertrauen auf. Mega, Also das ne? Vertrauen ist alles, ne? Also dass man sehen, dass man einen Mensch gegenüber hat und nicht irgendein Verkäufer oder irgendjemand. Also dass man wirklich einen Mensch hat, der auch selber die Firma aufgebaut hat oder selber Kinder hat und mit den gleichen Herausforderungen hat oder ein Hund oder ein Hobby. Also egal was so, ne? Aber das verbindet. Du hast vollkommen recht. Ja.
Ein letzter Punkt. Gibt es jemanden oder wem würdest du die Zusammenarbeit mit uns empfehlen, Rebecca? Was sind so die Ausgangssituationen, die du vielleicht auch vor der Zusammenarbeit hattest? Vielleicht so diese Gedanken so, ich sitze irgendwie davor, ich weiß, dass LinkedIn was sein könnte, aber mir fehlt irgendwie Struktur und Strategie. Oder wie würdest du es sozusagen beschreiben, wem du das empfehlen kannst? Also ich glaube, für Beginners sind alle Module total relevant, aber bestimmt ganz schön viel Arbeit. Aber deswegen seid ihr auch als Team da. Aber definitiv, auf jeden Fall viele, die im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, viele, die auch klar im B2B unterwegs sind, weil LinkedIn ist nun mal ein B2B. Das ist auch der Riesenvorteil von LinkedIn, ist, dass man sich diese Assistenztür so spart und dass man direkt mit den Inhabern sprechen kann. Von daher auf jeden Fall alle, die B2B, also alle, die ihr Business auf B2B aufgebaut haben. Also heißt es Agenturen, heißt es auch Produkte, und ich glaube, da gut auf LinkedIn aufzutreten ist wichtiger denn je, weil jetzt ist es ein bisschen voll da draußen. Ei, auf jeden Fall. Ich glaube auch alle anderen Kanäle. Und ich glaube, man muss eine Prise Persönlichkeit mitbringen. Und das finde ich wirklich, Rebecca, das hast du großartig gemacht, ne? Und das tatsächlich, glaube ich, viele trauen sich einfach nicht, ne? Und das ist so schade, weil ich glaube, die eigene Persönlichkeit kann so eine gute Möglichkeit sein, um genau die richtigen Kunden anzuziehen, ne? Um sozusagen auch eine Stabilität in seinem Content irgendwie reinzubringen, coole Leute zu erreichen, die man vorher nie erreicht hätte, ne? Und insofern ist es unglaublich schön zu sehen, dass du da durchgezogen hast und die Früchte davon heute ernten kannst. Ja. Es ist aber nicht einfach, dieses Persönliche so, ne? Also, weil man, man zeigt sich vielleicht ungern persönlich, weil das zeigt auch vielleicht ein bisschen Verlässlichkeit oder so. Auf jeden Fall. Ist man nicht perfekt wie auf dem Photoshop-Bild oder wie, also Strategien kann jeder geben, ne? Also, bei dir sind alle Profis, aber dass wir uns müde, kaputt oder stolz oder happy oder traurig zeigen, das ist dann eine ganz andere Nummer. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dann auch immer meine Rolle, solche Sachen vorzuleben, ne, und zu zeigen, was da möglich ist und ein bisschen auch zu zeigen, wie authentisch man sich eigentlich auf der Plattform zeigen kann und dass die Welt sich weiterdreht. Ne? Aber ich glaube, das war wirklich im B2B-Bereich, war das immer sehr trocken alles, Angebote, die verglichen wurden und das war's. Und ich glaube, das macht's unglaublich tough. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein toughes Spiel, in dem wir sind. Aber wenn ich vergleiche zu anderen Plattformen, da fühlt sich irgendwie LinkedIn immer noch wie eine Butterfahrt irgendwie dagegen an, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Ne? Ja, und es macht auch Spaß. Also wenn man das richtig macht, es kann richtig Spaß machen, weil nicht nur lernt man ganz tolle Menschen kennen, sondern auch man baut sein Business auf eine starke Basis und nicht auf irgendwas, was man vormacht oder was man erzwingt. Also die Basis, auf der man den Business baut mit LinkedIn, die ist gesund, die ist nachhaltig, und das ist ein Riesenunterschied. Stimmt, das ist auch noch ein Riesenvorteil, dass man wirklich sozusagen ein Fundament baut, ne? Und wenn man weiß, wie die Maschine funktioniert, hat man immer die Aufmerksamkeit sozusagen des Marktes, kann nach und nach immer mehr Vertrauen aufbauen. Riesenvorteil von diesem System, ne? Ja, total, auf jeden Fall. Rebecca, alle Leute, die jetzt sagen, ich möchte gerne mehr zu dir und deinem Service erfahren, ne? Und ihre Finanzen da mal im Unternehmen und ihren Cashflow in den Griff bekommen wollen, ne? Wo muss ich da hin? Wo melde ich mich am besten? Wir haben eine Webseite, das ist Counting the Apples in einem Wort, wie Äpfeln zählen, countingtheapples.de. Und da könnt ihr euch auf ein kostenloses Gespräch dann anmelden. Und das wäre der erste Schritt. Und dann kommt ihr mit mir oder mit einem Mitarbeiter von mir dann ins Gespräch und wir tauschen uns aus. Und gerade in diesem Gespräch versuchen wir schon, ein paar Tipps und Tricks zu geben, wie man die finanzielle Reichweite verbessern kann oder wie man stabiler das Unternehmen aufbauen kann. Und und das wäre der Startpunkt. Oder klar, auf LinkedIn. Da bin ich auch. Ich wollte gerade sagen, ne, da ist wahrscheinlich noch einfacher, dass die Leute dir die Nachrichtenbox da einrennen. Ne? Also für alle Leute, die ein bisschen da eine offene Flanke haben mit ihren Finanzen, ne, einfach auf Rebeccas Profil gehen, Link ist in der Beschreibung, und mal eine Nachricht rüberschießen und dann das Gespräch wahrnehmen, weil das ist, glaube ich, das Wertvollste, was man bekommen kann, schon mal ein bisschen Einblicke und Tipps und Tricks. Ne? Vielen Dank dir für das Interview. Ja, danke dir oder danke euch für die Einladung.
Gerne.